So, einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Timo Stubel von der Parallels und ich darf Sie heute durch die Installation eines Parallels Remote Application Servers führen oder begleiten. Dafür habe ich vorbereitet einen frischen Server. Hier ist nichts drauf installiert. Und wir gehen jetzt mal in mein Installationsverzeichnis zu unserer Installationsdatei. So, die RAS Installer MSI-Datei, die können Sie auf unserer Webseite herunterladen. Das habe ich vorbereitet. Wir starten diesen Installer hier mal und sagen Weiter. Wir akzeptieren die Lizenz, sagen Weiter. Das Programmverzeichnis x86 passt für mich auch. Hier müssen wir also nicht auf andere Festplatten oder Ähnliches ausweiten, aufgrund dessen, dass kein Speicherbedarf auf dem Parallels-Server zur Verfügung stehen muss. Es wird hier nichts zwischengespeichert, also wir brauchen nicht Hunderte von Gigabyte auf der C-Partition. Es ist lediglich das Programmverzeichnis, was hier abgelegt wird. Ja, im Installations-Wizard haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedenste Installationen zu machen. Die Parallels Remote Application Server Standardinstallation wird uns hier vorgeschlagen. Ich möchte mit Ihnen aber mal eine benutzerdefinierte Installation durchführen. Ganz einfach deshalb, weil wir hier im nächsten Bildschirm nämlich sehen, was wir für Module oder Komponenten überhaupt installieren. Und ich möchte Ihnen sehr gerne zeigen und erklären, wofür diese einzelnen Module überhaupt da sind. Hier als allererstes RAS Publishing Agent. Das ist, wenn man so will, unser Controller, das Herzstück. Das ist die Komponente, die auch nachher lizenziert wird und die gesamte Farm, ja, ich mag mal sagen, unterhält oder kontrolliert. Den brauchen wir also auf jeden Fall, unseren RAS Publishing Agent. Die zweite Komponente ist nicht weniger wichtig, denn durch unser Secure Client Gateway hindurch kommunizieren sämtliche Clients, ihre User, die nachher von außen oder auch von intern sich mit Ressourcen verbinden möchten, kontaktieren immer im ersten Schritt das Secure Client Gateway. Und nicht zuletzt hält dieses Secure Client Gateway natürlich auch unsere Portal-Anmeldemaske. Dann haben wir hier den RAS RD Session Host Agent. In meinem Spezialfall hier installiere ich diesen Agenten mit, weil dieser einzelne Server soll auch gleichzeitig mein Terminal-Server sein. Das empfehle ich Ihnen aber wirklich nur für Demo-Zwecke oder für eine Testinstallation. In allen produktiven Umgebungen rate ich Ihnen wirklich, den Terminal-Server als dedizierten Host, als dedizierten Server bereitzustellen. Und die beiden Infrastrukturkomponenten, also RAS Publishing Agent sowie den RAS Secure Client Gateway Dienst, eben auf dem eigentlichen Parallels-Server zu betreiben. Wie gesagt, in unserem Demo-Fall hier installiere ich jetzt diesen RAS RD Session Host Agent mit, weil dieser Server gleich auch gleichzeitig der Terminal-Server für meine Mitbenutzer sein soll. Die anderen Dienste, die wir hier sehen, dedizierter RAS VDI-Agent, Guest-Agent, PC-Agent, Enrollment-Service. Das sind alles weitere Komponente, die wir für größere Umgebungen benötigen. Wir fangen mal von oben an. Der dedizierte RAS VDI-Agent, der taucht hier noch auf, ist aber deaktiviert. Der ist inzwischen auch abgekündigt. Der ist zur Kommunikation mit einem Hypervisor da. Der RAS Guest Agent ist letzten Endes der Agent, der auf Ihre Windows 10 oder Windows 11 basierten VDI-Computer installiert wird. Und dieser Agent registriert sich dann am Publishing Agent, also an unserem Controller. Im Prinzip ist dieser Guest Agent äquivalent zum RD Session Host Agent. Ja, der läuft ja auf dem Terminal Server und registriert sich in der Farm. Der Guest Agent läuft auf einer Windows 10, Windows 11 VDI. Dann haben wir hier den RAS PC Agent. Das ist für das Thema Remote PC. Wenn wir also einen physischen Computer im Parallels bereitstellen wollen, dass sich also ein Mitarbeiter über Parallels Remote Application Server auf einen Remote Computer verbinden kann, dann wird dieser Remote PC Agent dahin gepusht. RAS Enrollment Service. Das ist eine Komponente, die wir ausschließlich dann benötigen, wenn wir über eine SAML SSO oder über eine SAML Authentication uns anmelden wollen. Wenn ich also ein Third-Party
Identity Provider, einen IDP hinzufüge und konfiguriere. Ja, das brauchen wir hier alles nicht, deshalb ist das X drin. Wir gehen weiter. RAS-Konsole, die brauche ich natürlich zur Administration meiner Farm. Dann haben wir hier die RAS PowerShell API, die automatisch mit installiert wird. Und wir haben einen RAS Web Administration Service. Das heißt, es ist im Prinzip genau wie unsere RAS-Konsole, aber als Web-Interface. Das installieren wir alles mit. Wir sagen weiter. Hier kommt eine kurze Zusammenfassung, was alles an Ports in der Windows Firewall freigegeben wird. Das sieht dramatisch aus. Aus Sicht eines Endgerätes, also aus Sicht eines Users, kommunizieren wir eigentlich nur mit Port 80 und 443. All die anderen Ports hier sind Microsoft-Ports, DNS, Active Directory, aber auch Parallels-Komponenten, damit ein Publishing Agent, also ein Controller, auch mit allen Komponenten in der Farm kommunizieren kann. Wir sagen weiter, Single Sign-On. An dieser Stelle bezieht sich diese Single Sign-On-Komponente nur an die Authentifizierung durch die Parallels RAS-Konsole, also die Authentifizierung eines Administrators. Das hat nichts mit der Authentifizierung eines Users zu tun. Der Client, der beim User-Endgerät gepusht oder installiert wird, bereitgestellt wird, der kann natürlich auch Single Sign-On. Das heißt, bei einem domänenintegrierten Windows-Laptop empfiehlt sich das Ganze natürlich auch, weil er sich eben dem am Laptop angemeldeten Credentials bedient und diesen User dann auch an Parallels authentifiziert. Ich mache jetzt keine Single Sign-On-Installation für meine Konsole, A, weil das Single Sign-On dann einen Reboot meines Servers erfordern würde, und B, weil ich mir einfach die Zeit spare und das Passwort gleich speichern werde. So, das Setup läuft recht schnell durch. Dienste werden gleich gestartet. Genau, da sind wir. Desktop-Verwaltungskonsole starten. Das ist so schön eingedeutscht bei uns. Wir starten also die RAS-Verwaltungskonsole. So, nach einer erfolgreichen Installation sieht der Bildschirm so aus. Wir können hier auf den Dropdown gehen und kriegen direkt den Hostnamen, nämlich Localhost, vorausgewählt. Dieser Friendly Name ist ein benutzerfreundlicher Name, den können Sie wählen, wie Sie möchten. Timos Demo Farm. Benutzername und Passwort ist der hier an Windows angemeldete User, in meinem Fall Administrator. Und ich sage Remember Credentials. So, nach erfolgreicher Erstinstallation werden wir jetzt gebeten, uns mit unserem Parallels RAS My-Account anzumelden oder, wenn wir einen solchen Account noch nicht haben, uns mit einer Trial-Lizenz, Testlizenz zu aktivieren oder vielmehr zu registrieren. Ich klicke dafür mal auf Register. So, da sind wir registriert. Melden uns dementsprechend an und sagen Activate Trial Version. Der Server wurde erfolgreich authentifiziert. Oder, Entschuldigung, aktiviert. Und dann sehen wir hier auch schon unsere Parallels-Konsole. Ja, also ich habe jetzt wirklich für diese Demo-Zwecke einfach mal einen fiktiven User kreiert, der sich hier für eine solche Trial-Lizenz registriert. So, wir gehen hier auf den Farm-Überblick und sehen, unsere Farm heißt aktuell RDSH, die benenne ich immer ganz gerne um. Demo Farm oder einfach Demo reicht mir schon. Meine Site, die nennen wir mal Bonn, unsere ehemalige Landeshauptstadt. So, und dann tippen wir mal auf diesen Tab Designer, den nutze ich immer ganz gerne, um eine solche Lösung mal zu skizzieren. Was wir bisher bereitgestellt haben, ist ein Secure Client Gateway, welches auf dem Server mit dem Namen RDSH läuft. Das gucken wir uns mal gerade an. Hostname, genau, die Maschine, auf der wir arbeiten, die heißt RDSH. So, dann haben wir einen Publishing Agent installiert, ebenfalls auf dieser einen Server VM. Und jetzt möchte ich diese Maschine hier auch als Terminal Server in meiner Farm aufnehmen. Dafür gehe ich einfach hier auf RD Session Host, tippe hier unten RDSH ein, sage hinzufügen und sage Next.
So, jetzt fügen wir also meinen Server-Host als Terminal-Server in die Umgebung hinzu. Wird einen kleinen Moment dauern. MSI-Operation erfolgreich, Rolleninstallation erfolgreich, das sieht doch gut aus. Okay, dann Finish, Apply. So, und jetzt sehen wir hier oben auch schon in unserem Schaubild einen Terminal-Server, welcher ebenfalls über den Windows-Server mit dem Namen RDSH bereitgestellt wird. So schnell haben wir die Infrastruktur gebaut. Ja, der Terminal-Server ist auch mit Status grün hinterlegt. Ja, hier kann ich das Ganze alles einsehen. Wir haben auch ein Gateway, wir haben ein Publishing Agent, alles fein. So, theoretisch kann ich jetzt über einen Webbrowser mal gucken, ob hier ein Edge schon vorinstalliert ist. Nee. Gut, dann versuchen wir das Ganze mal von meinem lokalen Computer. Wir gehen hier her und öffnen einen neuen Safari-Webbrowser und geben mal die IP-Adresse von meinem Server ein. 172 16024, glaube ich, war es gewesen. So, er hat hier nur gerade gemeckert, weil ich gerade ein selbst signiertes SSL-Zertifikat benutze. Ja, also in dem Moment, wo wir Parallels Remote Application Server erstmalig installieren, wird automatisch ein selbst signiertes SSL-Zertifikat bereitgestellt und dieses SSL-Zertifikat meckert hier einfach meinen Webbrowser an und stuft das als nicht vertrauenswürdig ein. Und melden uns mal hier mit dem Benutzer Tom an. Das ist mein One-Passwort hier. Super. Wir brauchen noch eine Einstellung. Ich muss meine Domäne definieren. Und zwar heißt meine Domäne so: Workgroup RDSH. Auch das kriegen wir hin. So. Apply. Jawohl. So. Jetzt ist Tom angemeldet auf dieser Portal-Anmeldemaske und er sagt uns, wie zu erwarten, no applications found. Wir haben jetzt zwar einen Terminal-Server hinzugefügt, aber wir haben den Terminal-Server einfach noch nicht freigegeben. Auch das möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam konfigurieren. Das heißt, wir gehen wieder auf den Parallels-Server, gehen hier auf den Reiter Publishing und sagen, wir möchten eine Veröffentlichung hinzufügen. Ich mache jetzt mal einen vollen Desktop. Der Desktop kommt von einem RD-Session-Host. Ja, wir haben hier die Möglichkeit zu sagen von allen Servern oder vielleicht haben wir auch Servergruppen oder individuelle Server, wie zum Beispiel mein RDSH Next. Das nenne ich jetzt einfach mal RDSH Desktop, sage Next, sage Finish und sage Apply. Wir haben aber auch die Möglichkeit, vereinzelte Applikationen freizugeben. Auch das machen wir. Wir gehen wieder auf Hinzufügen und sagen diesmal, ich möchte eine Applikation freigeben, keinen kompletten Desktop. Wieder, wo soll die Applikation liegen? Wo kommt sie her? Wir haben jetzt derzeit nur einen Terminal-Server am Start. Und ich möchte eine auf meinem Terminal-Server installierte, eine schon bereits installierte Applikation ganz komfortabel auswählen. So, wieder mein individueller Server, RDSH. Next. Jetzt in dem Moment, deshalb hat es einen Moment gedauert, nimmt dieser Wizard Kontakt mit meinem Terminal-Server auf und listet mir alles an verfügbarer Software. Und wir geben jetzt mal hier den Calculator, das Paint und das WordPad einfach frei. Sagen Next. Sagen Next. Und sagen Finish. Ganz wichtig, wieder auf Apply drücken. So, jetzt haben wir hier vier Veröffentlichungen und die zeigen technisch gesehen alle auf meinem Terminal-Server. Wir gehen wieder auf den User-Desktop und sagen hier mal aktualisieren. Ich bin ja immer noch mit dem Benutzernamen Tom, den wir uns eben erzeugt haben, angemeldet. Und da sehen wir jetzt auch schon diese ganzen Applikationen. Ich mache mal mein Paint auf. Es pulsiert ein bisschen. Das heißt, der User wird jetzt im Hintergrund auf meinem Terminal-Server angemeldet. Und da haben wir auch schon die User Session. Super.
Das Ganze kopieren wir uns mal. Copy. Gehen auf den Application Launcher, ziehen noch ein WordPad dazu. Und fügen dieses schicke Bild da ein. So. So einfach und so schnell haben wir gemeinsam einen Parallelserver installiert, wir haben einen Terminal-Server hinzugefügt, wir haben einen User freigegeben, beziehungsweise wir haben einen Desktop und Applikationen freigegeben und greifen jetzt mit diesem User über einen x-beliebigen Webbrowser, in dem Fall hier ist es der Safari auf meinem Mac, auf diese Applikation hinzu. Ja, wir können hier hin und her switchen zwischen den Applikationen und können dann damit arbeiten. Jetzt möchte ich vielleicht nicht den ganzen Tag in so einem Webinterface arbeiten, deshalb habe ich die Möglichkeit, einen sogenannten nativen Client zu laden. Der User geht dafür hier oben auf sein Account-Symbol, sagt Download Client und er wird oder es wird dem User automatisch der passende Client für sein lokales Betriebssystem angeboten. Wir sitzen jetzt vor einem Mac. Deshalb sagt uns die Webseite hier Download Parallels Client for Mac. Das kann ich machen, muss den dann installieren und kann ihn danach konfigurieren. Ich möchte Ihnen aber ganz kurz zeigen, dass wir diesen Client auch für sämtliche anderen Betriebssysteme vorhalten. Hier oben ist die Liste der Supported Operating Systems und da sind wir auch schon. Diesen Client gibt es selbstverständlich als MSI-Datei für Windows-PCs. 32-Bit, denke ich mal, hat kaum noch einer, aber eben auch 64-Bit. Den MSI-Installer kann ich komplett customizen, anpassen, parametrisieren, sodass Sie diesen Parallels-Client automatisiert mit Ihrer Softwareverteilung in Ihrem Netzwerk verteilen können. Ja, mit allen Schaltern und Parametern und Informationen, die es braucht, um den Parallels-Server zu finden. Den Client gibt es aber auch für Mac, verschiedenste Linux-Versionen, iOS-basierte Endgeräte wie iPhone, iPad. Aber auch die Androiden von uns sollen oder unter uns sollen natürlich bedient werden. Somit gibt es dann auch einen entsprechenden Android-Client im Google Play Store. Und Besitzer eines Google Chromebook oder grundsätzlich eines Chromebook sollen natürlich auch den passenden Client finden. Deshalb hier der Download. Zurück zu der ursprünglichen Story. Der User bekommt also den Download zu seinem passenden Betriebssystem hier angeboten. Da klickt er drauf, installiert das Teil. Und danach muss ein solcher Client konfiguriert werden. Der Client muss ja wissen, an welche Server-URL oder an welche Server-IP-Adresse soll ich mich eigentlich connecten. Auch das in alter Parallels-Manier versuchen wir so einfach wie möglich für den Endanwender zu gestalten. Denn wir müssen ja davon ausgehen, dass der Endanwender nicht besonders IT-affin ist und mit Server-Adressen, IP-Adressen und Ports möglicherweise überfordert ist. Deshalb klickt der User einfach auf Configure bzw. Konfigurieren. So, jetzt öffnet sich hier mein zuvor schon installierter Parallels-Client. Das ist mal auf meiner Maschine natürlich vorbereitet. Jetzt sehen wir hier schon verschiedenste Verbindungen. Aber wenn Sie sich erinnern, und wir sehen es hier oben auch in meinem Webbrowser, die 024, das ist mein neuer Server. Und dieses Objekt hier, dieses Verbindungsobjekt, haben wir gerade importiert. Ich mache mal einen Doppelklick darauf, nehme wieder meinen Tom mit meinem Passwort. Jetzt muss ich hier einmalig meine Verzeichnisse bestätigen. Das ist so eine Mac-Client-Spezifikation. Bisschen nervig, tut mir leid, aber jetzt geht's. Und jetzt habe ich Zugriff auf unsere eben bereitgestellten Applikationen. Ich mache auch hier das WordPad einfach mal auf. So, der Unterschied ist jetzt, vielleicht sehen Sie es auch schon im Video, in der Qualität des Videos, ich hoffe es. Hier oben die Schriftgrade, die sind viel, viel schärfer. Ich kann das alles viel besser lesen. Aber vor allen Dingen hänge ich jetzt nicht an irgendeinem Webbrowserfenster, sondern ich kann diese Applikation hier in einen echten Vollbild bewegen. Ich kann die minimieren. Das heißt, die liegt hier unten auch in meinem Betriebssystem auf dem Dock. Hier unten liegt's Document WordPad. Wir integrieren das also wirklich. Genauso kann ich jetzt natürlich ein Dokument schreiben. Und kann dieses Dokument auf meiner Maschine speichern. Ich sehe hier im Dateispeichern Unterdialog, ich ziehe den mal groß, da sehe ich natürlich Desktop,
Documents, das kommt alles von meiner Terminal-Server-Umgebung, genauso wie das Laufwerk C. Das ist faktisch gesehen das C-Laufwerk meines Terminal-Servers, wo gerade meine Session drin läuft. Hier sehe ich aber Drives on MacBook Pro. Das ist jetzt tatsächlich meine SSD von meinem Macintosh-Gerät. Und da speichern wir jetzt einfach mal rein in das Verzeichnis Documents. Und da legen wir das Dokument einfach mal mit Datum von heute ab. Dokument unterstrich 2022 0308 haben wir. Safe. So, und jetzt haben wir über Parallels bereitgestellte Applikation eine Datei gespeichert, die wir jetzt in Documents finden. Ah, habe ich clever gemacht. Heute, da. Hallo zusammen, das ist unser Dokument. So, und genauso sollten wir dann hier auch jetzt die Möglichkeit haben, unsere Terminal Server Desktop zu öffnen. Da mache ich auch mal einen Doppelklick drauf und da landen wir in einer Vollbildsitzung auf unserem Windows Terminal Server. Und dann kann ich hier natürlich auch alle Applikationen starten. Was haben wir? Paint. MS Paint, so heißt das Ding. Und kann hier zeichnen. Aus der Terminal Server Session im Desktop kann ich natürlich auch auf die Festplatte meines Macs zugreifen und gucke mir hier im Documents-Verzeichnis wieder unsere Dokumente an. Das da war es, glaube ich, gewesen. Hallo zusammen. Genau, das haben wir eben geschrieben. Ja, so einfach funktioniert die Bereitstellung über Parallels Remote Application Server. Oh, hier bei mir ist jetzt richtig was los mit 64% RAM-Auslastung, aber das ist auch tatsächlich nur eine kleine Beispiel- oder Demo-VM. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ja, bleiben Sie dran, testen Sie es aus, melden Sie sich bei uns. Vielen Dank.